Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von Resident Evil 4. So, dann starten wir direkt das Spiel. Hauptstory, neues Spiel, assistiert, nö. Standard klingt doch ganz gut. Ich verstehe kein Wort, was der sagt. Das sieht aber echt fies aus, was die mit der vorhaben. Ui, das ist nicht gut. Da kriegt man Halsschmerzen von. Als Heads up, ich habe noch nie einen Resident Evil Teil gespielt. Bisschen was habe ich beim... 20. September 98. An jenem Tag starb der Polizist in mir. In der Nacht wurde Raccoon City ausgelöscht. Schuld waren Umbrellas Biowaffen. Ich hab's rausgeschafft, aber viele andere hatten kein Glück. Später bat man mich, einem geheimen Regierungsprogramm beizutreten. Ich hatte keine Wahl. Das Training, die Missionen brachten mich fast um. Aber sie brachten mich auf andere Gedanken. Wenn ich jene Nacht nur vergessen könnte. Den Schmerz. Nur für einen Moment. Diesmal kann ich was bewirken. Das muss ich. Wir sehen ja aus wie ein junger Witcher. Das gefällt mir. Dann erzähl mal. Was willst du an diesem Ort? So nah am Arsch der Welt. Sagen wir, ich suche jemanden. Muss jemand ziemlich wichtiger sein, eh? Der Befehlkampf von ganz oben. Helft ihm, sagt der Herr. Na, ihr fahrt ja kaum mit mir hier raus, um Marshmallows zu rösten. Oder doch? Ich hätte jetzt gern Marshmallow. Am besten in so einem heißen Kakao mit drin. Ich verrate dich was. Noch unter uns. Hier verschwinden immer wieder Leute. Das geht jetzt schon eine ganze Weile so. Na dann, sollte das doch Routine für euch sein. Erst letzte Woche gab es wieder eine Suchaktion. Ich kann sicher auf euch zählen. Interessantes Intro in das Spiel. Ich weiß nichts über Resident Evil. Ich habe früher mal ein paar Filme gesehen. Das ist, glaube ich, im selben Universum. Bei meinem Kumpel sehe ich es ab und zu, wenn er es auf der PS5 zockt, aber... Bin gleich zurück. Der muss pinkeln. Und das in der Dunkelheit. Muss er aufpassen, dass ihm nicht der Schniedel abgebissen wird. Oder einfriert. Rauchen ist ungesund. Daran kann man sterben. Rauchst du? Wieso bin ich denn so skeptisch? Vaya sitio más tétrico. Vorsicht da in den Büschen. Hey! Hay alguien ahí? Wie unheimlich. Ich bin doch so ein Schisshase, wenn ich ein Horrorspiel spiele. Oh je. Meistens traue ich mich nicht an die Spiele ran. Ah, das sieht hier so cool aus. Muss ich ausprobieren. Das lässt sich ganz schön Zeit. Verlaufen? Vielleicht solltest du mal nach ihm sehen? Das klingt doch gut. Schau mal ihm beim Pinkeln zu. Ich warte hier. Wir wollen schließlich keinen Strafzettel. So viel zu helft ihm. Ja gut, ich würde es wie der Typ im Auto machen. Ich gehe doch nicht raus in den unheimlichen Wald. Zumindest nicht allein, ohne Waffen und ohne Backup.
Ah, ich hab eine Waffe. Kapitel 1. Nicht hier, du? Nein. Na gut, dann suchen wir mal unseren Freund und Helfer. Komme ich da unten durch? Generell durch? Nö. So ein Pech. Ah, ich kann auch rennen, das ist schon mal schön. Wie weit ist er denn gegangen? Das ist eine gute Frage. Komische Geräusche hier. Hier stellen sich schon die Nackenhaare auf. Boah. Was ist denn mit dem armen Ich passiert? Boah. Ganz mieser Autounfall wahrscheinlich. Ja. Gibt nichts Schlimmeres als solche E-Drücken. Na gut. Habt ihr bestimmt mitbekommen, ich zock das gerade mit Maus und Tastatur. Könnt natürlich auch mit Controller spielen, dann wird es nur länger dauern, weil ich nicht zielen kann mit so einem Eingabegerät. Na gut. Irgendwas hier zum Looten. Looten, looten, looten. Sieht nicht so aus. Vielleicht darf ich noch nicht looten. Oder Loot ist markiert. Das kenne ich ja immerhin. Es gibt irgendwie so Fässer mit einem gelben X oder Vasen. Die kann ich zumindest zertreten. F zum Aufmachen. Was für ein creepy Holzschuppen. Ah. Geht noch weiter. Lag noch Holz bisschen drin. Was ist denn das? Ich kann es drehen. Hui! Ist das, um Vampire zu töten? Einfach so ein Flock? Keine Ahnung. Okay. Kann damit wohl aktuell nicht viel machen, außer es im Kreis rumzudrehen. Na gut. Der Raum ist überraschend unergiebig im Moment. Mensch, diese Inneneinrichtung. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kommt, dass sowas gut aussieht. Hier ist noch eine Tür. Jesus Maria. Der ganz unnatürlich rote Augen. Sorry, dass ich so reinplatze. Das ist nicht gut. Hey! Was soll das denn? Mich einfach hier anzugreifen. Oh, ich bin anscheinend sehr stark. Tja, der ist hinüber. Oh je, ich höre Schreie. Das gefällt. Oh, der hat einen Schlüssel fallen lassen. Nee, mir gefällt das auch nicht. Der Typ war komisch. Bisschen Suppe. Lieber doch nicht. Nicht die schlimmste Suppe, die ich je gesehen habe, aber auch nicht die beste. Was ist das? Oh, schön flauschig. Würden nicht die Gedärme raushängen, wäre das ja echt was Nettes. Ah, okay. Das ist nur die Marke von unserem Polizisten. Freund, der anscheinend nicht mehr lebt. Vielleicht lebt er ja noch. Nur seine Marke ist blutig und hier, das kann mal passieren. Sowas kann man überleben. Müsste mal echt hier rein. Das sieht echt so gruselig aus. Benutzen. Ah, ich bin wunderbar im Türen aufkriegen. Cool, ich habe eine Taschenlampe. Vorsicht, nicht den Kopf stoßen.
wenn sich so ein Morgenstern oder so ein Metallteil im Haar verfängt, wird das echt unangenehm. Was bist du denn? Hey, Ratte, Ratte, Ratte. Ist die aggressiv? Glaub nicht. Okay. Ja, das sieht hier alles nicht so einladend aus. Was ist denn falsch mit den Leuten hier? Das ist so ein spanischer Zombie-Virus. Zumindest sind wir, glaub ich, gerade in Spanien. Hey. Oh nein. Oh Mist. Ich höre sie. Wie ist ihr Status? Glaub, der Status ist tot. Glaub, das war der Kumpel im Auto. Ein Glück bin ich nicht im Auto zurückgeblieben. Aus der Jagdhütte entkommen. Und wir müssen anscheinend gleich schießen. Okay. Was war das? Oh, Schritte. Wir waren doch allein hier. Lass mich in Ruhe. Fängt ja gut an hier. Ich muss mein Inventar öffnen. Gesundheit wiederherstellen. Sie können Gesundheit wiederherstellen, indem Sie Kräuter oder ein Erste-Hilfe-Spray verwenden. Die Wirkung von Kräutern kann durch Kombination mit anderen Kräutern intensiviert werden. Rotes Kraut erhöht die Menge wiederhergestellter Gesundheit. Gelbes Kraut erhöht die maximale Gesundheit. Erste-Hilfe-Spray. Muss ich das gleich nehmen? Benutzen. Jetzt habe ich aber keins mehr. Ich hoffe, das war's dann an den Feinden. Ich habe noch 6 Schuss, wie es aussieht. Und keine hilft mir. Es fängt nicht gut an. Oh oh. Schleichen. Schleichen, 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 schleichen. Ich glaube, ich kann Feinde auch heimlich ausschalten. Ja, das war's für heimlich. Hör mal auf, dich so viel zu bewegen. Ja. In die Eier ist immer tödlich. Au, mein Nacken. Greif ihn an. Greif ihn an. Ich habe keine Munition mehr. Ach, scheiße. Komm, nimm die Schaufel. Damit können wir wenigstens Distanzangriff machen. Na gut, die Waffe ist leer. Die bringt jetzt nichts mehr. Ah, hab da auch ein Auswahlmenü gehabt. Irgendwo hier hinten noch irgendwas aufsammeln. Am besten Munitionscontainer. Ja, du, das bringt dir nichts. Du hast keinen Schuss. Hier ist Condor One. Hannigan hier. Wie geht's voran? Schlecht. Präsidententochter, Baby Eagle. Sie könnte in diesem Dorf sein. Wie wir vermutet hatten. Gut gemacht. Guter Spitzname, Baby Eagle. Sie hier. Vielleicht ist sie dort. Verstanden. Ich setze mich sofort dran. Beeil dich. Mit den Leuten hier stimmt was nicht. Meine Begleiter sind... Oh oh.
Ich wünschte, wir hätten die Schaufel aufgehoben. Ich find selbst raus. Gute Wahl bei keiner Munition. Was ist denn falsch mit den Leuten hier? Wir müssen zum See gehen. So, das ist ungefähr der Punkt, bis wo ich mal hingespielt hatte. Jetzt ist alles neu für mich. Die Brücke hatte ich noch nicht überquert. Das heißt, ab jetzt sträuben sich mir die Nackenhaare. Mehr als es vorhin schon getan haben. Ich hoffe, wir kriegen bald Munition. Oh, da ist ein richtig fetter Rabe. Was soll denn das? Das kann nichts Gutes bedeuten. Da ist eins der gelben Fässer, die ich treten kann. Bitte sei Munition drin. Ja, 12x Pistolenmunition. Oh, noch ein gelbes Fass. Ich glaube, heute ist mein Glückstag. Speichern und Objekte aufbewahren. An Schreibmaschinen können Sie Ihren Fortschritt speichern. Außerdem haben Sie dort die Möglichkeit, über die Aufbewahrung Waffen vorübergehend zu verstauen bzw. sie von dort zu entnehmen. Interessant. Dann mal speichern. Sehr schön. Aufbewahrung. Braucht man, glaube ich, nicht. Koffer anpassen. Keine Ahnung. So, das macht man hier auch schön kaputt. Schießpulver. Keine Ahnung, was das bringt, aber ich kann es aufheben. Das heißt, ich nehme es mit. Hallo? Es ging ja einfach so. Ich höre schon wieder ungute Geräusche. Den Wolf hat es aber auch zerlegt. Rechts sind komische Geräusche. Der ist in eine Bärenfalle gelaufen. Das ist nicht gut. Er ist ja gar kein Bär. Hat da nichts drin zu suchen. Pistolenmunition her damit. Sieht aber echt nett aus, das Spiel. Und im Moment habe ich noch keine panische Angst. Das ist doch mal was Schönes. Von daher kam ich, alles klar. Irgendwer hat hier komisch geatmet neben mir. Beinahe übersehen. Her damit. Peseten. Was sind Peseten? Irgendeine Währung. Oh, komm raus. Egal, woher du Geräusche machst. Ich muss nachladen. Kann ich irgendwie ausweichen? Komm schon, ich spiele mit Maus und Tastatur, weil es mir hier einfach fallen soll zu schießen. Na gut. Lass das. Wieso wackelt der so? Was ist falsch bei dir? Mist. Lass das. Der hat Pistolenmunition fallen lassen. Ein Glück. So, diesmal lade ich nach. Jetzt weiß ich, dass ich es machen muss. 500 Peseten. So. Hoffentlich steht der nicht nochmal auf. Ich brauche anscheinend Kräuter bald. So viel Health ist nicht mehr vorhanden. Na komm schon. Können wir glaub rennen.
Oh je, ein dunkler Schuppen. Ich war doch emotional drauf vorbereitet. Oh, rotes Kraut aufgehoben. Bleib unten, bleib unten. Bist du tot? Ich hoffe, du bist tot. Oder zumindest zum zweiten Mal tot. Alter. Schön liegen bleiben. Ich habe eine Blendgranate. Kann man vorbereiten und werfen. So. Dann mal los. Ich hoffe, ich muss keine Kräuter einnehmen. Bitte nicht schon wieder in die Schulter stechen. Na, sieht gut aus, sieht gut aus. Oh. Dafür reicht meine Pistolenmunition nicht. Ja, oh, ich hab's weggesteckt. Dachte, mit rechts kann ich ranzoomen, aber wohl eher mit dem Mausrad. Nein, nicht. Scheiße. Leute, was geht bei euch ab? Ihr könnt ihn doch nicht so heiß machen. Fuck, ist das schmerzhaft. Hätte ich ihn retten können? Glaub nicht. Das sieht doch eher nach einem sinnvollen Weg aus hier. Ich glaube, in dem Topf sind Kräuter. Her damit. Das sieht nach grünen Kräutern aus. Ja, grünes Kraut. Wehrt nicht mehr. Links sind auch Geräusche. Und hier ist zumindest ein Hähnchen, das nicht weiß, wie man läuft. Und auch eine Kiste. Ich hoffe, ich kann die alte Bäuerin einfach so ausschalten. Sehr gut. Und auch Pistolenmunition. Heute ist mein Glückstag irgendwie. Visiten. Oh, lieber schleichen, oder? Muss ich eigentlich hin? Oh, da wird wieder einer drin sein. Ich höre das schon. Oder? Nee. Ein Glück. Schießpulver. Okay, Inventar. Objekte herstellen. Auf Basis bestimmter Materialien wie Rohstoffen, Schießpulver und Messern können neue Objekte hergestellt werden. Mit Rezepturen können Sie Ihr Repertoire an herstellbaren Objekten erweitern. Waffenschnellzugriff. Unter Objekte können Sie eine Waffe dem Schnellzugriff zuweisen. Insgesamt können bis zu 8 Waffen zugewiesen werden. Je 2 in den 4 Richtungen. Alles klar. Crafting. Herstellen. Kräutermischung. Grün und Rot herstellen. Okay. Die ist jetzt im Inventar. Genau, dann muss ich die, glaube ich, einnehmen. Und ich wollte die gern einnehmen. In Nutzen. Und die Health ist wieder voll. Ist das nicht toll? Kann ich sonst noch irgendwas herstellen? Pistolenmunition brauche ich. 5 Schießpulver und was ich noch nicht kenne. Okay, hier ist eine Karte. Die Karte, wenn sie sich einmal verlaufen haben oder nicht wissen, wo sie hin müssen, kann ein Blick auf die Karte helfen. Dort können sie ihre Position sowie ihre Ziele jederzeit einsehen. Haben sie eine Schatzkarte, sind auch die Verstecke von Schätzen darauf vermerkt. Sehr gut, dann haben wir noch Wichtiges und Schätze. Da kommen anscheinend unsere Schlüssel und Schätze rein. Und dann haben wir noch Akten. Okay, einfach das, was wir aufgesammelt haben. Das ist, glaube ich, einfach so ein Journal. Vielleicht müssen wir auch irgendwas kombinieren später. Ich habe keine Ahnung. Oh.
Karte M. Haben wir ein Questziel? Tatsächlich haben wir auch. Dann muss ich hier einfach nach links. Na los. Oh oh. Das ist jetzt vor mir Feinde und hinter mir Feinde. Den Typ mag ich nicht. Der ist ja direkt hinter mir. Renn! 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 So, Blendgranate. Oh, wo ist? Blendgranate auf 2. Das wird laut. Kann ich nicht irgendwo hochklettern? Hochklettern! Immer schön in eine Sackgasse manövrieren. Ich hätte nachladen sollen. Ich hätte nachladen sollen. Ich bin in der Sackgasse. Lad nach. Wie ein Glück hat das geklappt. Raus hier. Renn, renn doch mal. Renn. Wieso rennt der so langsam? Ich hab Angst. Nachladen, nachladen, nachladen. Oh, komm, triff doch. Du spielst extra mit Maus. Nachladen, nachladen, nachladen. Ja. Nein, das sieht nicht gut aus. Geht mir aus dem Weg. Kann ich nicht ausweichen oder so? Au. 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 Zum Glück kämpfen die nur gerade. Nacheinander. Wieso sind das so viele? Wo muss ich denn hin? Ich hab eigentlich... Nein, da sind ja noch mehr. Rein hier. Fuck. Komm schon. Gibt's hier nicht irgendwie so Explodierfässer? Die habe ich bei meinem Kumpel auch schon gesehen. Was wollt ihr von mir? Ja, mich töten, okay. Gibt's hier auch was Sinnvolles, was ich machen kann, außer zu rennen? Ja, wir gehen noch eine Runde. Au. Vielleicht komme ich ja hier an Schuppen. Komm schon. Ja, mit der Pistolenmunition. Boah, ey. Geht mit euren Schaufeln da weg. Komm rein in den Turm und dann Leiter hoch. Leiter! Ja, habe ich doch vorhin auf der Map gesehen. Und was nun? Was? Was? Nein! Nein! Boah, leckt das gerade. Was ist jetzt los? La campana. Alguien me defiende. Él nos invoca. Okay. Wir haben es anscheinend etwas überlebt. Es liegt gerade.
So, die ersten 30 Minuten sind fast rum und ich hoffe, ihr habt bis jetzt einen guten ersten Eindruck vom Spiel bekommen können. Schreibt doch gern eure Meinung über Spiel in die Kommentare und vielleicht auch, welches Spiel ich als nächstes anspielen soll. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.